Doch, 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 doch. Richtig, komm. Hey Vito, gib Gas! Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Etwas schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Okay, wir versuchen mal jetzt dahin zu kommen. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Hat natürlich im ungünstigsten Augenblick hier die Aufnahme beendet. Ich wusste gar nicht, dass jetzt hier noch eine Zeit läuft. Weil wir sollen ja verschwinden zum Doktor. Wir werden gesucht. Ist ja klar, ist ja klar. Vito, komm schon, geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Ja, ja. Werden wir wohl schaffen. Hoffe ich mal. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. Herr Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und Herr Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Hier rum. Alter! Komm schon, Vito, bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Ja, sorry, aber das ist hier ganz schön glatt, ne? Hey, Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann hoffe, jetzt schon das nur flach. Oh, das wird eng. Das wird eng, das wird eng. Hier hoch. Ah, darfst du keine Fehler machen, ne? Also. Darfst du nicht verfahren, darfst hier keine Unfälle bauen. Oh, na toll. Drück auf die Tube, sonst verreckt Henry noch. Dann kannst du ihn beerdigen. Ja, dann beerdigen wir ihn. Und? Gibt's da bestimmt auch irgendwo einen Friedhof, wo wir dann ablegen können? So. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Okay. Oh. Ganz knapp. Alter, das war knapp. Uiuiuiui. Und ich dachte schon, wir müssen das normal machen. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Ach, toll. El Greco oder Maler? Das kann doch warten. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Jo. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Alles klar. 2000. Alter, das hat sich ja mal gelohnt. So, werden wir jetzt immer noch gesucht? Nö. Na, dann steigen wir mal ein. Ah doch, wir werden immer noch. Mit wegen im Auto oder was? Oh. Oh. Echt jetzt? Können wir aufsteigen? Ach, wie im Auto werden wir es gesucht, ne? Gut, gut, gut. Müssen wir uns ein neues Auto besorgen? Irgendwie. Weil ich glaube mal zu Fuß, das wird ein bisschen weit werden. Ach ja, ja, ja. Also mit dem Auto sollten wir ja nicht fahren. Steht hier kein Auto rum? Nö. Taxi! Taxi! Nimmst du mich mit?
Liegt da nicht ein Auto? Ach nee, da ist ein Felsen. Müssen wir doch das Auto nehmen, oder? Müssen wir dann nur dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Alles klar. Ja, das wissen wir. Ja doch, Tempomat rein. Ja, man übersieht auch immer, ne? Was da oben steht, rechts, links oben. So, mal hier könnten wir ein Auto klauen. Neues. Machen wir auch mal, ne? Hier den kleinen Flitzer. Genau. Wird ja nicht gesucht. Ist natürlich auch eine Klicke, aber besser als zu Fuß, besser als mit dem gesuchten Auto durch die Gegend fahren. Tada, tada, tada. Natürlich gleich kaputt, geschrottet. Auch noch falsch gefahren. Ja, ja. Alles gut, meine Herren. So, ich will den Klamottenladen. Aber, nö, wir haben genug Klamotten. Wir brauchen ja noch $5000, um aufgenommen zu werden. Ist nur die Frage, müssen wir Autos jedes Mal ein neues Nummernschild verpassen, damit es zu unserem Fuhrpark gehört oder nur in der Garage fahren? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht so. Ja, Winterdienst, schön. Trotzdem glatt hier. So. Ach, ich mag ja das Flair so da. 40er, 50er Jahre. Ja, so viel dazu, dass der Terra sich wieder verfährt, ne? Nach Hause gehen, zu uns nach Hause, zu Mama. Hallo Mama. Jo. So. Das ist die Frage, wo war denn noch mal? Hier, ne? Steht da dran, ne? Skeletta. Gut. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein. Ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Ach, danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Stimmt. Ja, da war ja noch was. $2000. So, geh nach Hause. Also sprich zu Joe. Ja, wie gewonnen, so zerronnen, so ist das Geld wieder weg. Das heißt, wir haben immer noch keine $5000 zusammen, um aufgenommen zu werden. Na gut. Was sagt unsere Gesundheit?
Gab's denn nicht irgendwo einen Lebensmittelladen? Oder eine Snackbar? War das nicht hier? Nee, wir sind in falscher Richtung. Doch, das sind deine, ne? Oder? Nee, Klamottenladen. Ach, hör auf. Na gut. Bin komplett falsch rausgelaufen. Ja, wir waren auch lange nicht mehr hier. Wenn ihr euch dran erinnern könnt, ganz am Anfang war doch hier irgendwie so ein Döner. Hier ist ein Imbiss, ne, glaube ich. Links. Bist du blind? Ich stehe hier. Ach, die Klappe. Willst voll Ärger, wa? Mal wieder weit, gut. Und der Geschwindigkeitsbegrenzer. Ach, hätte man ja auch laufen können. Ja, wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel. Mach, oh, bom, bom, bom. Macht nix. Parken mal in den nächsten Garage ab. So. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hoch. Tür up. So. Na, die Putzfrau ist schon lange nicht mehr hier gewesen, wa? Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Mach zu. Gott. Was ist da eigentlich drin? Haben wir da schon mal reingeguckt? Ach, das Klo. Na, sehr appetitlich. Na gut. Erstmal schnell was futtern. Oder? Ach nee, da haben wir uns jetzt mal ein Bierchen verdient, ne? Was haben wir noch? Flasche kaltes Bier, Flasche Cola. Nee, ein Bierchen, bitte. Gut. So, ja. Dann geht's hier zum nächsten Kapitel. Dann machen wir hier mal Schluss. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und dann warten wir mal ab, was als nächstes kommt. Da können wir auch, glaube ich, machen, nachdem wir schlafen gegangen sind. Ne? Also, gut, ins Bett legen.